Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde der Hämmernden Tasten hier bei Fallout 4, während Dogmeat hier immer noch jetzt den Schrank anguckt und jetzt wieder hektisch wegrennt. Keine Ahnung, ich freue mich, dass wir einen Begleiter haben, aber irgendwie finde ich ihn sehr hektisch. Naja, in der letzten Folge haben wir Raider getötet und auch eine Todeskralle und wir haben ordentlich an, naja, Sachen gefunden und wir gucken jetzt einfach mal, ob wir hier eventuell unsere Waffen einfach mal vielleicht verbessern können. Und zwar, wir haben doch jetzt hier, das ist doch schon mal unsere mega modifizierte Waffe, die wir jetzt mal gucken können, ob wir die noch ein bisschen besser modifizieren können. Standardmagazin können wir nicht erhöhen. Komfortgriff haben wir schon, das Leuchtvisier haben wir hier auch schon. Da können wir nichts machen. Standardverschluss, hier können wir was ändern. Automatikverschluss ist. Da ändert sich aber einiges, wie man sehen kann. Hier macht's Gewicht halt einfach, aber der Schaden wird reduziert. Hier wird schwerer, aber da wird der Schaden wenigstens erhöht. Was haben wir denn? 18 Schaden. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Oh, gehärteter Verschluss. 4,7. Bisschen schwerer, aber der Wert erhöht sich. Kleber brauchen wir 3. Schrauben. Das machen wir. Mit so viel mehr Schaden. Es braucht einiges. Aber wir haben es gefunden. Und deswegen verwenden wir das jetzt auch. Es wäre ja sinnlos, das alles mit uns rumzuschleppen. So, was hätten wir denn hier noch für eine Waffe? Wir haben doch hier eine doppelläufige Schrotflinte. Doppelläufige Schrotflinten können sehr wertvoll sein. Du trägst so viel. Ja, ja, keine Sorge. Das wird schon noch. Standardverschluss. Hier kann man nichts. Hier kann man auch nichts. Standardvisier. Schade, wir können nur beim Standardverschluss wieder was ändern. Aktueller Schaden 45. Hier auf 49, aber ordentlich an Gewicht. Das ist jetzt. Ja, trotzdem, es wäre jetzt nicht so das Problem. Wir haben zu viele Waffen, muss ich jetzt mal ehrlich zugeben. Die ganzen 10 mm können dann weg. Wir müssen mal gucken, wo wir die dann verkaufen können. Aber ich möchte das jetzt hier ungern aussortieren, weil wir haben ja dann Sanctuary, da werden wir, ich würde das eher als Basis nehmen. Wenn wir jetzt hier irgendwie was ablegen, ist jetzt auch wieder doof. Doppelläufiges Impro-Gewehr. Laser, das geht, dieses gute Stück. Was können wir denn da machen? Nicht. Das ist schon, nee. Da könnten wir das hier machen mit dem Zielfernrohr. Das würde die Präzision extrem erhöhen. Das ist ja jetzt diese Lasermuskete, mit der wir die ganze Zeit gekämpft haben, ne? Nee, nicht verlassen. Wo ist sie jetzt hin? Da haben wir sie. Dann Kurzreichweiten Zielfernrohr. Das machen wir mal. Da geben wir zwar unsere letzte Schraube her, aber hey, was soll man machen? So. Können wir eigentlich auch mal gucken, anstatt Sachen zu verkaufen bei 3 mm Pistolen, können wir auch mal eine verwerten. Definitiv. So, den Schlagstock. Was machen wir denn noch mehr? Schlagring. Verwerten, Springmesser verwerten, Impro-Gewehr verwerten, das ist gut hier, die behalten, also das sind unsere zwei guten Waffen jetzt gerade, die haben wir gefunden, die war schon ausgerüstet mit etwas, die Impro-Pistole, doppelläufige Schrotflinte, da kann man halt aber aktuell nichts machen, also nee, nicht mal den Standardverschluss mehr. Kreuzschlüssel braucht man nicht. Verwerten als Schlagring. Verwerten als Schlagring. So, Impro-Pistole. Können wir alle. Dazu brauchen wir eine Impro-Pistole. Da haben wir, also an Stahl soll es echt nicht mangeln. So ist es nicht. Impro-Pistole. Aber wir können ja noch Sachen umbenennen. Dann werde ich jetzt mal hier unser mit Leuchtvisier und gehärtete 10 mm Pistole umbenennen. Und zwar. Ich habe einen Namen. Weil ich glaube, das ist, weil das unsere erste Waffe ist, die wir auch immer behalten werden. Die werde ich nicht hergeben, egal was kommt.
Wir nennen diese Waffe liebevoll Günther. Das ist unsere Waffe, unsere 10mm Pistole Günther. Das ist doch schön. So. Oh, ein Repetierergewehr. Das liebe ich. Das ist aber ein Impro-Gewehr. Und ich weiß nicht, ob man da, wie diese Impro-Waffen, die sind natürlich improvisiert, wie es der Name sagt. Wie viel Sinn die ergeben. Ja, das können wir mal verwerten und verwerten. Haut mich jetzt hier nicht vom, naja, ich sitze nicht auf dem Stuhl. Ich sitze auf einem Kissen. So, die Minigun haben wir allerdings dabei. Die kann sogar verbessert werden dann auch noch, aber wir haben aktuell nicht die nötigen Materialien dafür. So, wir hatten jetzt noch die Laser-Muskete verbessert. Die behalten wir auch mal. Und wir könnten mal die nennen. Die Laser-Muskete mit Zielfernrohr. Das ist die Ingrid. Die gute Ingrid. Da haben wir den Günther und die Ingrid. So. Ja, was macht uns denn da so schwer? Wie viel Gewicht müssen wir denn jetzt noch verlieren? Ich will jetzt hier auch nicht die ganze Folge. Wir haben jetzt schon, wie ich sehe, 6 Minuten jetzt hier schon damit verbracht. Aber das gehört natürlich dazu. 30 zu 4. Wie viel ist denn diese Minigun? Militäruniform. Ach, ich bin bei Kleidung. Da hat das auch keinen Sinn. Gewicht 27,4. Sollte fast reichen. Dann würde ich auch sagen, dass wir erst einmal die Minigun hier abgeben. Meine Waffen. Minigun. Zack, kommt jetzt darüber. Da haben wir jetzt hier noch irgendwas, was wieder Kleidung, irgendwas, was schwierig ist vom Gewicht her. Ist immer noch zu langsam. Falscher Knopf, Entschuldigung. Kleidung. Lederrüstung, Harnisch. Wie sehen wir denn jetzt aus? Ach du Gott. Das muss ich jetzt auch erstmal durchblicken, wie das jetzt funktioniert. Lederrüstung, Harnisch. Lederrüstung linker Arm, Lederrüstung rechter Arm, rechtes Bein. Sackkapuze mit Schläuchen. Nee, das will ich nicht. Raiderleder. Militäruniform wäre deutlich besser. Ehering tragen wir sowieso. Gammler Outfit bringt da nicht wirklich viel. Gurtzeug legen wir uns noch um. Der Kombi. Wie sehen wir jetzt aus? Das ist doch schon mal nicht verkehrt. Ach, das wollte ich doch gar nicht. So. Transfer wieder. Wertgewicht 3. Können wir jetzt den Harnisch dann doch ablegen? Lagern. Sind wir jetzt wieder? Ja, jetzt haben wir genug Gewicht verloren. Jetzt können wir rüber nach Sanctuary. Hier. Nimm Günther. Nimm den guten Günther in der Hand. Das ist unser guter Begleiter neben Dogmeat. Der. Oh, der ist mir zu hektisch. Ich würde mich auch beschweren, wenn wir alleine wären. Also von daher ist es gut, dass er dabei ist. So, die müssen jetzt da hinten irgendwo sein. Und dann können wir uns hier in unserem Haus ein paar Fleckchen suchen, wo wir ein bisschen was unterbringen. Jo. Und dann können wir da dann nochmal trotzdem nochmal an die Werkbank gehen. Und haben dann eine bessere Übersicht, wenn wir dann hier ein bisschen was ablegen. So, die Frage ist jetzt bloß, wo sind die? Da hinten müssen die sein. Ah, hier haben wir doch schon. Na du Pfeife. Ich bin froh, dass du beschlossen hast, mit uns zu kommen. Ich hätte gleich auf Mama Murphy hören sollen. Sie hat uns ein recht nettes Plätzchen gefunden.
Ich glaube, wir könnten uns hier niederlassen. Es zu einem Ort machen, der den Namen Zuhause verdient hat. Was meinst du? Mama Murphy, da kann man ja seltsam zurück zu sein. Ich habe hier gelebt. Ja, ich habe gerne hier gewohnt. Vor dem Krieg. Was meinst du damit? Vor welchem Krieg? Willst du sagen? Was denkst du denn? Was denkst du denn, was ich sagen will? Nun, dass du aus der Zeit vor dem Krieg stammst. Dem großen Krieg. Wie einer dieser alten Ghule, die man manchmal trifft. Ist das so? Ghule? Na, wissen wir. Unsicher? Nein. Vor 200 Jahren. Ja, irgendwie schon. Ich wurde vor über 200 Jahren geboren. Aber die meiste Zeit war ich eingefroren oder so. Bin erst vor kurzem wieder aufgewacht. Mann, wie einer dieser alten Vorkriegsghule. Du sagst, du warst eingefroren. Hat es sonst noch jemand mit dir rausgeschafft? Ich glaube, wir können ihm vertrauen. Nur mein Sohn. Irgendjemand hat ihn entführt, während ich noch festsaß. Seitdem versuche ich, ihn zu finden. Scheiße. Tut mir leid. Ich hoffe, du findest ihn. Lass es mich wissen, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Naja, ich bin froh, dass du hier bist. Stille? Peinliches Schweigen? Und ich möchte dich um noch einen Gefallen bitten. Ich hoffe, das ist okay. Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die Hilfe braucht. Sie hoffen, dass die Minutemen noch irgendwo da draußen sind. Die einzige Möglichkeit, die Minutemen wieder aufzubauen, ist, den Leuten zu zeigen, dass sie sich auf uns verlassen können, wenn sie uns brauchen. Das Problem ist nur, dass ich zu viel zu tun habe. Meinst du, du könntest der Siedlung helfen? Welche Art von Hilfe? Bei was brauchen sie denn Hilfe? Hört es sich nach dem Üblichen an. Raider, die Bewohner können dir bestimmt mehr sagen. Das kriegt man hin. Komm, wir antworten mal sarkastisch. Oh, super. Ich habe mir schon immer gewünscht, ein paar hilflose Dorfbewohner zu retten. Die Leute sind nicht hilflos. Sie brauchen eben nur manchmal jemanden, der ihnen etwas unter die Arme greift. Und genau darum geht es bei den Minutemen. Ach so. Und falls du hier irgendwie aushelfen willst, sprich mit Sturges. Ich bin sicher, er ist für jede Unterstützung dankbar. Oh, guck mal, wir schauen gen Himmel. Was haben wir denn gesehen? Was ist denn da oben? Warum gucken wir nach oben, ey? Also wirklich. So, sprich mit den Siedlern bei Ten Pines Bluff. Aber erst einmal drücke ich wieder den falschen Knopf. Haben wir nämlich ein Level Up. So, und jetzt ist wieder diese Frage, in was wir das investieren. Ja, wir schauen uns hier erstmal hier oben um, was wir denn da so gebrauchen können. Ich weiß, es wirkt wahrscheinlich noch alles ein bisschen orientierungslos. Das ist es auch noch ein bisschen. Aber ich muss ja auch erstmal wieder in das Ganze hier reinkommen. Masse explodieren, das brauchen wir nicht. Du weißt, wie man plündert, um weiterzukämpfen und findest mehr Munition in Behältern. Was haben wir hier? Wer ist das? Warum hilft er? Wen interessiert das? Der mysteriöse Fremde erscheint gelegentlich im VATS und hilft dir mit tödlicher Effizienz. Du bist nicht dumm, nur anders. Du erhältst zufällig dreifache EP für erfolgreiche abgeschlossene Aktionen. Je niedriger deine Intelligenz, desto höher die Chance. Dip. Das klingt doch gut. Kanalisiere den Geist des Wilden Westens. Nicht automatische Pistolen verursachen 20% mehr Schaden. Das ist doch unsere Waffe. Unser Günther ist doch untersuchen. Ist ja nicht automatisch, ne? Deswegen werden wir das jetzt mal als Level Up machen. Auswahl bestätigen. Piu. Ja, die Soundtracks dazu sind ziemlich cool. Soundtrack. Also, ihr wisst, was ich meine. So, wen haben wir denn hier sitzen? Hey, hast du einen Augenblick Zeit? Ich wollte dir dafür danken, dass du uns in Concord geholfen hast. Hätten wir dich doch nur eher getroffen. Was ist passiert? Du hattest Glück, keine Ursache, es hat alles funktioniert. Letztendlich hat es ja geklappt. Nein, unsere Probleme sind vielschichtiger. Mein Sohn ist fort. Ach, deiner auch. Du hast ihn im Stich gelassen. Ich kann das nachvollziehen. Ich
Hab auch jemanden verloren. Aber du und ich, wir sind noch da, oder? Wir müssen weitermachen. Für sie. Für wen jetzt? Was? Hä? Also manches finde ich hier sehr merkwürdig. So, also. Erstes, sprich mit den Siedlern bei Tempest Bluff. Ich sprich mit Sturges. Ich möchte mich hier nochmal kurz umgucken. Mit ihm gleich, okay. Sanctuary. Ich wusste, dass du hierher zu uns kommen würdest, Kind. Deine Energie ist an diesen Ort hier gebunden. Ja, ich habe hier gewohnt. Hör auf damit. Meine Energie? Was meinst du damit? Ich dachte, das hätte ich dir schon gesagt, Kind. Ich habe dich aus diesem Kühlschrank steigen sehen. Ich weiß, wie du dich fühlst. Das hier ist nicht deine Welt, aber du musst in ihr leben. Das dritte Auge kann dir helfen, Kind. Es kennt immer die Antwort. Du musst mir nur etwas Jet bringen, damit ich sehen kann, was es dir sagen will. Na komm, wir probieren es mal aus. Hier, hab schon welches. Gönnst dir ab und zu wohl selbst mal einen Kick, was? Oh, das wird reichen. Und jetzt führt mich mein Rausch dorthin, wo das dritte Auge mich braucht. In Diamond City gibt es Antworten, aber sie sind gut versteckt. Du fragst die Leute, was sie wissen, aber ihre Herzen sind in Ketten von Angst und Argwohn gelegt. Aber du findest es. Du findest das Herz, das dich zu deinem Jungen führen wird. Oh, es ist hell. So hell in den finsteren Gassen, in denen es wandelt. Das ist es, was du tun musst, Kind. Folge den Zeichen zum hellen Herz. Puh, wow. Das war anstrengender als sonst. Ich muss mich jetzt ausruhen, Kind. Boah, hör auf, mich Kind zu nennen. So, mit dir wollte ich reden. Sturges, bist du bereit für etwas Arbeit? Was brauchst du? Bei was brauchst du denn Hilfe? Für den Anfang könnten wir mal wieder echte Betten gebrauchen. Wir schlafen schon viel zu lange auf dem Boden. Warum kannst du das nicht tun? Wieso brauchst du meine Hilfe, um Betten zu bauen? Hey, wir haben eine Menge zu tun und wir sind schon wochenlang unterwegs. Wir brauchen Nahrung, Wasser, Unterkünfte und noch vieles mehr. Du wolltest wissen, wie du helfen kannst. Ich hab's dir gesagt. War das ein ernst gemeintes Angebot oder nicht? Sehe ich für dich wie ein Schreiner aus? Ich weiß nicht, wonach du aussiehst. Du meintest, du willst helfen. Betten bauen ist das, wobei wir Hilfe brauchen. Na dann ja. Klar, ich helfe gern. Okay, abgemacht. Sorg nur dafür, dass wir zum Schlafen ein Dach über dem Kopf haben. Ein paar der alten Häuser sehen noch solide aus. Eins davon sollte gehen. Da drüben ist eine Werkbank, die du benutzen kannst. Sag einfach Bescheid, wenn du was brauchst. Baue geschützte Schlafplätze für die Siedler von Sanctuary. So, das ist die Waffenwerkbank und das ist diese Werkstatt. Siedler brauchen Nahrung, Wasser, ein Bett und Schutz. Verbessere die Moral in der Siedlung, indem du diese grundlegenden Bedürfnisse bei allen Siedlern befriedigst. 5 Leute. Sind die Grundbedürfnisse befriedigt, kannst du die Moral in deiner Siedlung erhöhen, indem du den Verteidigungswert steigerst. Das senkt auch die Chance, dass deine Siedlung angegriffen wird. Oh. Wasser 0, Energie 0, Schutz 0, Betten 0, Moral 20 ist aber sinkend. So, Strukturen. Nee, Holz brauchen wir nicht. Metall, wir haben so viel Metall. Dächer, Fertighäuser, haben wir da was? Wir sollen uns hier so ein Haus aus... Aber soll ich da jetzt hier noch... Na egal. Können wir die jetzt verbessern oder... Nicht wirklich, oder? Okay. Wir haben so viel Stahl, ehrlich. Das ist der Wahnsinn. Wir haben sogar genug Stahl für das Ding hier, wenn ich es richtig sehe, oder? Jo. Aber wo können wir das jetzt hinsetzen? Das ist jetzt die Frage. Lalala. Ah, hier. Mal so ein großes Ding wäre jetzt nicht so verkehrt.
Wieso geht das jetzt nicht hier? Weil da hinten was im Weg ist. Einen Moment, mal kurz verlassen. Geht es hier davor? Nee, nicht wirklich. Okay. Ah, okay, mit R2 und R2. R2 und L2 kann ich es auch drehen. Entschuldigung, das ist gerade wieder so. Ich bin gerade am Nachdenken. Kommt auch mal vor. Jetzt hat es hier drüben, glaube ich, gepasst. Hier. Wie sieht's, wenn wir es hier direkt so hin... Da, das sieht gut aus. So. Bauen. Okay. Wir haben schon mal eine große Unterkunft für alle gebaut. Das ist schon mal ein Anfang. Und jetzt sollten wir Betten bauen. Möbel. Was habe ich jetzt gemacht? Möbel, Betten. Wie viele Betten brauchen wir denn? Nein. Da. Okay, wir haben genug Stoff und Stahl. Was wir schon alles eingesammelt haben, ist der Wahnsinn einfach nur. So. Kann jemand da pennen? Bauen. Kann jemand da pennen? Und die Moral sinkt immer weiter, na super. Da pennen. Es sind 5 Leute, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Baue geschützte Schlafplätze für die Siedler von Sanctuary. 80%. 100%. Sprich mit Sturges. Okay. Hi. Wolltest du uns jetzt was sagen? Naja, okay. Gut, wir werden aber unsere eigene Hütte dann noch bauen. Wo ist denn jetzt der Typ? Sturges? Hat sich das... Wieso? Da, so, zack. Ach, das ist er doch. Ach, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Gefällt mir. Einen richtigen Platz zum Schlafen zu haben, wird die Stimmung bei allen verbessern. Was wir jetzt brauchen, ist eine verlässliche Quelle für sauberes Wasser. Erzähl mir mehr Wasser aus dem Fluss, ich kümmere mich drum. Ich weiß nicht genau, was du meinst. Ein Brunnen. Da müssen wir nicht mehr das Wasser aus dem Fluss trinken. Das Zeug ist ziemlich ungesund. Okay. Wo finden wir jetzt hier einen Brunnen? Unter sonstiges? Badewanne. Eine Toilette. Was wir alles bauen können, ist der Wahnsinn. Wackelpuppenständer. Den werden wir auch noch brauchen. Wir brauchen Ressourcen. Da wird doch der Brunnen dabei sein. Ressourcen Wasser. Wasseraufbereiter. Wasserpumpe. Ist das jetzt schon damit gemeint? Essen, sonstiges. Plünderstationen. Also würde ich jetzt einfach mal Kochherd, Kochstation, Power-Rüstungsstation, Rüstungswerkbank, Waffenwerkbank. Das kann man da alles selber herstellen. Schutz, Wachposten, Geschützturm. Oh, was ist hier alles möglich? Ist es der Wahnsinn. Generatoren, Stecker und Schalter, Licht, sonstiges. Ich würde jetzt einfach mal sagen, das ist Struktur. Zäune, sonstiges.
Ja, dann würde ich jetzt mal sagen, dass wir unter Ressourcen Wasser diese Wasserpumpe herstellen. Am besten hier hinterm Haus am Baum. Mit sauberem Wasser 60%. Sollen wir da jetzt noch so eine Pumpe herstellen? Ah, da fehlt uns aber noch Beton dafür. Wasseraufbereitung. Haben wir aber alles da. Das müssten wir bauen können. Oder nicht? Warum geht denn das jetzt nicht? So ist jetzt mal wieder so eine etwas ruhigere Folge, wie ihr merkt. Wir schwer erkunden gerade, wie das hier funktioniert mit dem Bauen von eigenen Häusern und Wasseraufbereitungsanlagen und Brunnen und was haben wir hier zu essen? Krasser Scheiß. Okay. Uns fehlt allerdings Beton. Jetzt ist die Frage, wo wir Beton herbekommen. So eine Wasseraufbereitung können wir jetzt... Ein Moment. Also hier ist das alles nicht möglich. Dann müssen wir... Schön, wie das... Ach, ich wollte gerade sagen, wie grün leuchtet denn das Wasser? Aber das ist bloß die Umrandung. So, hier haben wir dann... Würde ich sagen, bauen wir das jetzt einfach mal hier hin. Können wir da jetzt selber ran? Babyflasche entfernen, Telefon entfernen, das ist total interessant. Das funktioniert nicht ohne Energie. Euer Ernst? Das funktioniert nicht ohne Energie. Dieses Objekt benötigt Energie, bevor es Ressourcen produzieren kann. Baue einen Generator und verbinde ihn über Kabel mit dem Objekt, um es mit Strom zu versorgen. Einen Generator. Was können wir denn jetzt hier mit dem zerstörten Haus machen? Verwerten. Oh, das ist cool. Können wir das mit... Ah. Wie geil. Und können wir das... Was ist das, euer Ernst? Jetzt? Oh, ich dachte jetzt schon, wir können das Haus jetzt hier abbauen. Das hier können wir abbauen. Ach, und ich baue das Ding da einfach so rein. Kann ich das jetzt so verschieben? Lager, Markierung, lagern. Jetzt check ich das. Ey, ist das geil gemacht. Dann würde ich jetzt mal sagen... Lagern und lagern. Bau einen Generator. Das mit dem Generator machen wir gleich. Wir haben jetzt hier nämlich noch fix die Strukturen. Nee, nicht Holz, Metall. Fertig, Ding. So, hier haben wir ja eins übrig, ne? Nutzen wir jetzt das aus dem Lager, oder? Jetzt, aber da drüben hat es hingepasst. Ich hätte es zwar gerne hier gleich an der Treppe drauf gehabt, aber scheint ist das jetzt nicht möglich. Warum schwebst du denn jetzt? So. Aber... Wenn ich das jetzt baue. Weil eigentlich haben wir es ja schon gebaut und haben es ja gerade gelagert. Wie kriege ich denn das jetzt? Haben wir das jetzt hier im Inventar? Naja, wir werden jetzt sicherlich das Ding nicht mit uns rumschleppen. Nutzschrott, diverses. Hilfsmittel. Nee. Aber wenn ich jetzt an eine Werkbank gehe, da drüben.
Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Ja, gerade nicht. Ich weiß, das ist albern, aber ich brauche einen Stuhl. Einen, der besser zu meinen alten Knien. Ja, bekommst du gleich. Hier ist noch so viel Schrott. Knochen ist besorgt. Ja, du bekommst deinen Stuhl. Nur gerade nicht. Ja, den Generator bauen wir doch auch gleich. Jetzt lass mich doch mal kurz in Ruhe hier rumtüfteln. Na gut, okay. Ich würde jetzt einfach mal sagen, dass wir das jetzt einfach bauen können. Ansonsten haben wir irgendwann mal in der Zukunft, wenn wir rausbekommen, dass wir jetzt doch was Neues gebaut haben, dann haben wir dieses Haus dann in unserem Inventar für irgendwann später mal. So. Hinsetzen. Zack. Dann hatten wir jetzt noch die ganzen Betten gehabt. Möbel. Betten. Da steht eine Zahl von 5. So, dann bauen wir Bett Nummer 1 war hier, Bett Nummer 2 war hier, Nummer 3 war hier. 4 und Nummer 5. So. Okay. Jetzt müssen wir einen Generator bauen. Energie. Generatoren. Ja, können wir Zucker. Nee, können wir nicht. Können wir nicht. Können wir nicht. Können wir nicht. Okay, wir brauchen Kupfer. Wir müssen Kupfer finden. Haben wir in der Werkbank Kupfer? Das wäre cool. Können wir das hier kaputt machen? Ja, das können wir. Leider kein Kupfer dabei. Aber sehr viel Beton, das ist gut. So. Kurz verlassen. Transfer. Kupfer? Kupfer? Ach Mann, da brauchen wir mal Kupfer. Was ist nix Kupfer da? So, und du wolltest jetzt einen Stuhl, ne? Warte kurz. Möbel? Stühle? Die kriegt ihr auch. Keine Ahnung. Geh mal weg, bitte. Geh doch mal weg. Na, bom, bom. Hä? So, da. Zufrieden? Ma'am. Ist doch hoffentlich kein Problem, einen Stuhl für die alte Mama Murphy zu machen, oder? Na, guck doch mal hier. Ist eine Bank, ja. Klar, ich helfe gern. Danke. Da! Mama Murphy. Komm später wieder. Muss mich ausruhen, bevor dir das dritte Auge wieder helfen kann. So, dann kriegst du jetzt einfach hier... Was es doch nicht alles gibt. So. Ich freue mich schon auf den Stuhl. Na guck. Das ist so nett von dir, dass du mir hilfst. Hier ist ein Stuhl. Hier, gucke, da kannst du dich hinsetzen. Mama Murphy. Bin müde. Oh, dann bist du halt müde. Das dritte Auge fordert seinen Tribut. Gut. Wenn sie sich nicht auf den Stuhl setzen will, soll das jetzt nicht unser Problem sein. An dieser Stelle würde ich jetzt einfach mal sagen, die Rüstungswerkbank gucken wir in der nächsten Folge mal kurz rein. Jo, war jetzt nicht so, also war eigentlich an Action nicht geboten, so wirklich gar nicht. Aber dafür haben wir mitbekommen, wie geil es einfach mal ist, hier Sachen zu bauen. Wie cool das gemacht ist. Das können wir nicht abbauen, ne? Können wir hier noch irgendwie ein Haus abbauen? Nee, anscheinend nicht. Ja, bau einen Generator, das machen wir dann irgendwann mal. Auf jeden Fall haben wir unsere Waffen verbessert. Wir finden heraus, dass wir hier mega die Siedlung umbauen können. Hier zum Beispiel Sachen verwerten können. Ich feiere das extrem. Ich finde es ziemlich großartig. Freue mich da auch schon. Wir können selbst die Zäune hier verwerten. Es ist cool. Es ist echt großartig. Ich freue mich drauf, was wir uns hier Schönes aufbauen werden. Ich freue mich aber auch auf die folgenden Abenteuer, wenn wir dann doch mal diesem Dorf helfen, wovon die Rede war. Naja, wir schauen einfach mal, wohin uns die nächsten Folgen führen. Wir haben noch vieles vor uns. Hier bedanke ich mich, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal bei Fallout 4.